Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Abgesehen davon, dass das Zweckentfremdungsverbotsgesetz das Abgeordnetenhaus noch nicht erreicht hat, und das ist schon seit, glaube ich, anderthalb Jahren angekündigt, und dass wir auch nicht eine Fortsetzung der Anschlussförderung wollen, sondern Perspektiven für die Sozialmieterinnen, finde ich, dass es gut ist, dass alle hier behaupten, Wohnungspolitik sei eine Priorität in dieser Stadt. Ich teile diese Auffassung. Seit ziemlich genau einem Jahr gibt es das Protestcamp von Kotti und Co. an der Admiralstraße. Sie wollen ihren Protest gegen überhöhte Mieten so lange fortsetzen, bis sich etwas ändert. Außer dem schon genannten Mietenkonzept, das nicht hält, was es verspricht, und der neuen Kappungsgrenze für Bestandsmieten liegt nichts vor, was Ihnen weiterhilft. Ich wiederhole, nichts. Was meinen Sie, wie lange die noch bleiben müssen? Vor einer Woche ist der Mietspiegel 2013 veröffentlicht worden und ich gestehe, die Medienstrategie dazu war professionell. Die Mieten seien weniger stark gestiegen als erwartet. Das heißt ja ungefähr, wir sinken nicht so schnell wie befürchtet und das ist erfreulich. Dass es für Menschen, die auf Hartz IV und Grundsicherung angewiesen sind, de facto keine bezahlbaren Wohnungen mehr gibt, das war nicht so wichtig. Dass die Mieten für kleine Wohnungen in einfachen Wohnlagen und im Altbau überdurchschnittlich gestiegen sind, auch nicht. Diesen Trend beobachten wir nun schon seit Längerem. Und was hat der Senat seither getan? Es wäre im Übrigen gut, und ich finde es gut, dass Klaus Wowereit hier ist, wenn der regierende Bürgermeister heute zur Wohnungspolitik Stellung nehmen würde. Und das nicht nur mit der flapsigen Bemerkung, dass steigende Mieten Ausdruck von Prosperität seien und also gut. Seine Kollegen Olaf Scholz in Hamburg und Christian Ude in München wissen sehr genau, dass Wohnungspolitik ressortübergreifend angelegt sein muss, dass sie Chefsache im Sinne eines übergeordneten gemeinsamen politischen Interesses sein muss. Zweifellos versucht der zuständige Senator Müller Akzente zu setzen. Er nimmt das Thema ernst von Anfang an und das unterscheidet ihn wohltuend von seiner Vorgängerin und im Übrigen von seinen Senatskollegen. Daher erscheinen seine Bemühungen häufig isoliert und konnten bisher nur zu bescheidenen Ergebnissen führen. Was gibt es denn bisher auf der Habenseite? Das Mietenbündnis, über dessen Wirkungen wir frühestens in einem Jahr werden Aussagen treffen können, die neue Kappungsgrenze für Bestandsmieten und das Mietenkonzept für knapp 20.000 Wohnungen, ich hatte mir 35.000 aufgeschrieben, aber wahrscheinlich haben Sie recht mit 20.000, befristet auf ein Jahr, Mietobergrenze 55, für Transfereinkommensbeziehende deutlich zu hoch. Unsere beiden heute zur Abstimmung stehenden Anträge setzen genau hier an. Wir wollen den Mieterinnen und Mietern in den Sozialwohnungen helfen, und zwar so lange, bis wir endlich eine Lösung haben für den alten sozialen Wohnungsbau. Ich muss keine Prophetin sein, um vorauszusagen, dass die Koalition beide Anträge ablehnen wird. Sie haben es ja angekündigt. Sie müssen aber endlich die Frage beantworten, welche Perspektive die Mieterinnen und Mieter in diesen Wohnungen denn haben sollen. Die Geduld von Kotti und Co. ist nicht unerschöpflich, und das gilt für die Mieterinnen und Mieter in der ganzen Stadt. Senator Müller hat Diverses angekündigt und ist in den genannten Grenzen tätig. Stadtentwicklungsplan Wohnen und Zweckentfremdungsverbot sind in Arbeit, kommen reichlich spät, sind zu Recht, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen, umstritten. Aber nicht nur bei der Liegenschaftspolitik und Energiewende konstatieren wir rasenden Stillstand und Streit in der Koalition. Was gibt es außerdem? Eine Wohnaufwendungenverordnung, die von Anfang an als nicht bedarfsgerecht von uns kritisiert worden ist, die mittlerweile von zwei Gerichten verworfen worden ist, vom neuen Mietspiegel überholt und den Sozialsenator kann ich gerade nicht sehen. Außerdem einen handfesten Koalitionsstreit über die Wege zu bezahlbarem Wohnungsneubau. Hier hat sich dann bemerkenswerterweise der regierende Bürgermeister eingeschaltet und die eifrigen, aber offenbar ahnungslosen Herren Saleh und Graf gebremst. Wie gesagt, höchste Zeit für ein Eingreifen des regierenden Bürgermeisters. Er muss mit Blick auf den Sozialsenator sagen, wie schnell er die neuen Richtwerte für die Kosten der Unterkunft im Senat sehen will, welche Vorgaben er für deren Höhe zu machen gedenkt und wie er darauf achten wird, dass die neue Wohnaufwendungsverordnung gerichtsfest ist und nicht gleich wieder vom Gericht gekippt wird. Klaus Wowereit muss dem Stadtentwicklungssenator gegenüber dem Finanzsenator, den ich auch nicht sehen kann, den Rücken stärken für eine sozial ausgerichtete und ausfinanzierte neue Wohnraumförderung. Er muss im Übrigen auch, das muss man nun mal als regierender Bürgermeister, für die Aufstockung von Investitionsmitteln der Bezirke für Wohnfolgeinfrastruktur sorgen und die notwendigen Stärkung der bezirklichen Fachbehörden für Plan, Bauen, Wohnen vorantreiben.
Klaus Wowereit muss im anhaltenden Streit um die Neuausrichtung der Liegenschaftspolitik endlich seine Richtlinienkompetenz nutzen und zugleich Signale in die Stadt senden, dass nicht Kleingärten und kreative Nutzungen für den Wohnungsneubau aufgegeben werden sollen. Klaus Wowereit muss endlich klarmachen, welche politische Strategie er selbst verfolgt und welche Ressourcen er mobilisieren kann und will für die wachsende Stadt, über die sich offensichtlich alle freuen, für die aber niemand einen Plan hat. Berlin ist auf dem Weg zu einer prosperierenden Metropole. Zugleich haben wir seit über 10 Jahren einen unterdurchschnittlichen Wohnungsbau. Das Angebot wird immer knapper. Die Lage ist mittlerweile stadtweit angespannt. Das bestreitet auch keiner mehr. Gerade unter diesen Umständen wächst der Druck auf den Wohnungsmarkt, wenn nicht endlich die politischen Instrumente zur Mietendämpfung konsequent genutzt werden. Steigende Mieten sind kein Naturgesetz. Gerade wegen der besonderen Situation Berlins, unterdurchschnittliches Einkommen, überdurchschnittliche Dynamik bei Miet- und Kaufpreisen für Wohnungen, das ist hier schon gesagt worden, muss Berlin auf Bundesebene initiativ werden, und zwar stärker als bisher. Erhöhung des Wohngeldes, strengere Kappungsgrenzen für Bestandsmieten, Deckelung von Neuvertragsmieten, mehr Bundesmittel für Wohnungsbau und Modernisierung, gezieltere Eingriffsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene gegen Mietwucher und für soziale Stadtentwicklung, für Mietobergrenzen und Umwandlungsverbote auch außerhalb von Milieuschutzgebieten und. Hier muss Berlin Vorschläge machen und Vorreiter sein. Berlin muss die, wenn auch unzureichenden Möglichkeiten der Länder und Kommunen zur Mietendämpfung endlich konsequent nutzen. Hier geschieht bisher zu wenig. Die CDU bremst mit freundlichen Worten, die SPD redet viel, unterstützt ihren Senator aber zu wenig. Die Handlungsfelder sind seit langem bekannt und unbestritten, deshalb nenne ich nur die Stichworte: Zweckentfremdungsverbot, Genehmigungsvorbehalt, Erweiterung des Kündigungsschutzes. Wenn Sie das wirklich machen mit dem Kündigungsschutz 10 Jahre in der ganzen Stadt, dann haben Sie meine volle Unterstützung dafür. Aber wir brauchen auch die Umwandlungsverordnung. Wir brauchen mehr Milieuschutzgebiete, wir brauchen ordnungsrechtliches Vorgehen gegen Mietpreisüberhöhungen und Mietwucher und wir brauchen eine gezielte Nutzung und bessere Kontrolle von Mietpreis- und Belegungsbindungen. Der Senat kann und er muss mehr tun, um Mieterinnen und Mieter bei der Durchsetzung und Wahrung ihrer Rechte zu unterstützen. Uns allen ist noch das Trauerspiel um ehemalige GSW-Häuser in Erinnerung. Nicht nur die GSW-Spitze hat sich gedrückt. Der Senat laviert und er schafft keine Transparenz. Er lässt die Leute hängen, egal ob in Kreuzberg, in Lichtenberg oder in Köpenick. Der Implementierungsausschuss, der eigentlich die Verpflichtungen aus dem Privatisierungsvertrag kontrollieren soll, erweist sich als zahnloser Tiger. Und die dort vertretenen Senatsverwaltungen für Stadtentwicklung und Finanzen tun nichts dagegen. Das Beispiel Wilhelmstraße gehört ebenfalls in diese Aufzählung. Die WBM musste die knapp 1000 Wohnungen seinerzeit verkaufen, hören Sie zu, dann können Sie was sagen, musste sie seinerzeit verkaufen, damit sie nicht den Bach runtergeht. Die vertraglichen Regelungen zum Mieterschutz waren vorbildlich. Man hatte aus dem GSW-Dilemma gelernt. Allerdings hat die Stadtentwicklungsverwaltung offenbar ein doppeltes Spiel gespielt. Jetzt liegt der erste Abriss- und Neubauantrag auf dem Tisch des Bezirkes. Natürlich sind Luxuswohnungen geplant und der Stadtentwicklungssenator tut nichts für die Erhaltung dieser Wohnungen. Noch ist Zeit, noch besteht die Möglichkeit, diese bezahlbaren Wohnungen zu retten. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Isenberg? Meine Zeit ist vielleicht um, danke, nein. Oder der Pankower Mieterprotest, auch den möchte ich hier erwähnen. Hier wehren sich Betroffene gegen mietpreistreibende Modernisierungsabsichten einer städtischen Wohnungsbaugesellschaften. Der Senat als Gesellschafter muss dafür sorgen, dass die Bauvorhaben der eigenen Unternehmen nicht zu sozial unverträglichen Mietsteigerungen und Verdrängung führen. Er muss einheitliches Handeln der Unternehmen und der Bezirke forcieren und unterstützen. Mit den Vereinbarungen, die der Bezirk Pankow mit der GEWOBAG getroffen hat und der dort festgelegten Kappung der Mieten nach Modernisierung auf 5,47 Euro für Bestandsmieterinnen, gibt es gute Beispiele, an die angeknüpft werden kann und muss. Die städtischen Wohnungsunternehmen, das wird hier von allen immer wieder betont, sind das wichtigste zentrale Instrument für eine mietdämpfende und soziale Stadtentwicklungspolitik. Genau dafür muss der Senat sie nicht nur in die Pflicht nehmen, sondern er muss sie auch wirtschaftlich dazu befähigen
und die Unternehmenssteuerung entsprechend ausrichten. Das Mietenbündnis allein reicht dafür nicht aus. Der Senat muss mietpreistreibende Vorhaben unterbinden. Er muss dagegen vorgehen, dass zum Beispiel Bewerberinnen und Bewerber mit Schufa-Eintrag regelmäßig keine Chance auf eine Wohnung haben. Sie müssten bitte er muss zum dagegen Schluss vorgehen, dass die vertraglich eingegangenen Verpflichtungen beim geschützten Marktsegment, bei Wohnungen für Flüchtlinge, dass sie eingehalten werden. Senat und Koalition wollen die städtischen Gesellschaften stärken, sagen Sie jedenfalls. Frau Lomscher, Sie müssten bitte zum Schluss kommen. Mit Ihren abenteuerlichen Finanzierungsvorschlägen für Neubauträume untergraben Sie deren Existenz. Also, Herr Wobereit, übernehmen Sie, sorgen Sie für eine schlüssige, sozial verantwortliche und finanziell tragbare Wohnungspolitik. Die Mieterinnen und Mieter dieser Stadt können nicht länger warten. Vielen Dank.